Durch den Wind mit Tobias Mann. Hallo, Sie da am Radiogerät. Ich bin heute ein bisschen melancholisch. Ja, die Firma Kodak, also die Firma, die dem gemeinen Volk den Rollfilm, die Billigkamera und damit Stunden nervenzehrender Fotopräsentationen von Onkel Heinrich beschert hat, hat in den USA Insolvenz angemeldet. Warum? Weil sie, und da sind sich die Experten einig, den Anschluss an den Fortschritt, sprich die digitale Fotografie, verpasst hat. Und das, obwohl die Menschen von Kodak schon in den 70ern einen digitalen Fotoprototypen erfunden hatten. Da frag ich mich natürlich, warum haben sie das Ding in der Schublade gelassen? Hier sagen Beobachter, die Firma hätte sich auf ihrer beherrschenden Position ausgeruht und in leicht arroganter Weise Zeitgeschehen und veränderte Faktenlage ignoriert, statt entsprechende Konsequenzen zu ziehen. Dann wäre Kodak also so eine Art Christian Wulff der Fotografie, oder? Vielleicht ist es aber auch ganz anders. Vielleicht wollte Kodak uns einfach vor dem Joch der digitalen Fotografie bewahren. Und es ist ein Joch, denn wir sind alle zu Fotozombies geworden. Immer mehr Hobbyfotografen kommen nicht mehr mit Badehosenabdrücken und Bikini-Streifen aus dem Urlaub, sondern mit dem weißen Umriss der Spiegelreflexkamera im Gesicht. Man knipst sich um Kopf und Kragen. Als man damals noch 36 Bilder auf einem Film hatte, da musste es für jedes Foto gute Gründe geben. Okay, Oma, ich mache ein Bild, aber nur, weil es vielleicht das letzte ist. Auch von den psychologischen Langzeitfolgen durch übermäßige Fotografie liest man doch viel zu wenig. Dabei liegt's doch auf der Hand. Auf alten Bildern sieht man immer scheiße aus. Man wird heute geknipst, fühlt sich modisch und in Sachen Haarfrisur adrett und am Puls der Zeit. Und dann sieht man das gleiche Bild in 10 Jahren und... Ah, Gott, wie sehe ich denn da aus? Mach das weg! Und bei der üblichen Dia-Show der 70er und 80er Jahre konnte man sich wenigstens noch wehren. Ja, wenn so ein Hobbyfotograf mit 2 Kassetten voller Dias aus dem Urlaub heimgekommen ist, konntest du sagen... Du, sorry, wir haben keine Leinwand. Heute kommen die Urlauber direkt mit dem Laptop, klappen den auf und los geht's. Und der schlimmste Satz dabei ist natürlich, wir haben noch nicht aussortiert. Also sage ich doch, danke Kodak, dass ihr euch geopfert habt. Danke für den Versuch, uns vor der Digital-Foto-Hölle zu bewahren. Es hat leider nicht geklappt. Es gibt Naturvölker, die glauben, dass mit jedem Foto ein Stück der Seele verloren geht. Wenn das wirklich so ist, verbringen wir alle das Leben nach dem Tod auf einer SD-Speicherkarte. Und da kann man nur hoffen, dass man mindestens 2 GB Platz hat. Sonst wird das Jenseits ziemlich pixelig, Freunde. Also immer schön lächeln, ne? Bis nächste Woche.